Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Und da haben wir schon das Oblivion-Tor, wo ich hinein will. So, Gate of Oblivion. Gehen wir rein. Es gibt 16 Daedrapillen, jeder von ihnen besitzt eine eigene Ebene. Kommen die schon auf mich zu? Da kommt ein Ritter auf uns zu. Oder doch nicht? Kann ich den looten? Was auch immer wir eingesammelt haben, kriegt der. So. Oh, der hatte Gold. Nehmt das. Mehr könnt ihr also nicht. Soll ich jetzt etwa Angst haben? Sagt mir, was ihr da habt. Ich bin auf eurer Seite. Yo, sorry. Wo gehst du hin? Den Neuen sei Dank. Elend. Ich dachte, ich würde nie wieder ein freundliches Gesicht sehen. Die anderen wurden weggebracht. Wie weggebracht? Sie wurden zum Turm gebracht. Welchen Turm? Es ist in Ordnung. Was geht vor sich? Hauptmann Martius hat uns hierher geschickt, um das Tor zu schließen. Sie haben uns aus dem Hinterhalt überfallen, umzingelt und abgeschlachtet. Ich konnte entkommen. Aber die anderen sind über die ganze Brücke verstreut. Sie haben Menian zum großen Turm gebracht. Ihr müsst ihn retten. Ich verschwinde von hier. Gut, Hauptmann Martius braucht eure Hilfe. Haltet ein, ich könnte hier eure Hilfe gebrauchen. Ne? Komm, geht. Kann der Hauptmann die Absperrung noch halten? Ich dachte schon, ich wäre der einzige Überlebende. In Ordnung, ich werde versuchen, mich durchzuschlagen und dem Hauptmann Bericht zu erstatten. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. So, wo muss ich hin? Das ist Oblivion. So, ist das die erste Brücke? Ich würde vielleicht nochmal so ein Ding nehmen. Kriegstor. Dieses Tor wird anderswo geöffnet. Okay. Da haben wir noch eine Brücke. Und da ist noch ein Scum. Okay, die haben eine Feuerresistenz, glaube ich. Beeinträchtigt der Scum. Schwertkampf hat sich verbessert. So, das sind also die Totenlande. Von Merunes Daron. Jau. Hier eine Hütte. Die hätte ich gerne. Da sind noch mehr Scums. Okay, der hält einiges mehr aus. Oder meine Waffe ist hinüber. Eins von beiden auf jeden Fall. Warte mal. Hier, Reparaturhammer. Jo. Der war wirklich fast hinüber. Ich brauch wieder Hammer. Ich habe keinen Hammer mehr. Hier geht's aber auch nicht weiter. Kann das sein? Also, und vielleicht noch mal Heiltrank. Vielleicht auch erstmal ein bisschen langsam laufen, damit die Ausdauer wieder voll ist. Na, warte mal, wir haben hier. Ausdauertränke. Magikatränke noch. Wo muss ich lang? Hier die Brücke? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss da unten lang. Okay, ich find's nice.
erste Mal richtig in Oblivion. Geht schon gut los hier. Bereich wird geladen. Da ist schon mal ein Scan. Ich glaube, der ging daneben. Da brennt oben jemand. So, der ist hinüber. Gibt es noch einen? Was ist das? Ich glaube, da kommt jetzt nichts raus. Fleischige Schote. Lebensenergie wieder herstellen. Oh, nice. Da kommt aber sonst nichts raus. Gut. Da ist der nächste Scan. Aber nichts. Wir brauchen wieder Hämmer. So, vielleicht erstmal wieder ein bisschen langsam laufen. So, Ausdauer ist wieder voll. So, fleischige Schote, Gewand der Ablenkung. Gold, Pelzschild. Nehmen wir mit. Der ist 500 wert. 502. Nehmen wir mit. Wie lange dauert das jetzt? Ihr findet nichts Nützliches. Was will mich hier angreifen? Das kam. So, vielleicht brauche ich noch mal sowas. Wir haben jetzt nicht mehr viele Heiltränke. Ich genau hin. Ich weiß noch nicht den Weg. Da haben wir den ersten Turm, glaube ich. Das Tor wird anderswo geöffnet. Vielleicht speichere ich einmal, bevor ich hier zerreiße. Tür zur Blutquelle. Rotwaron besitzen die... So, was haben wir hier? Aufstiegsruf. Zerquetscher. Bin ich hier überhaupt richtig?
Hier hängen schon mal ein paar Tote. So. Garrett Batten. Blutbrunnen. Was hat der gemacht? Der Sprungbrunnen braucht Zeit, um seine Energien wieder aufzustocken. Was habe ich gemacht? Wofür ist das? Ich dürfte den Schalter zu diesem Zeitpunkt nicht benutzen. Was habe ich gemacht? Ich würde es gern verstehen. Achso, vielleicht müsste ich einmal hier... bis zur Stufe 2 für 15 Sekunden auf Berührung? Nee. Habe ich hier kein... Leichter Wunde heilen, doch hier. So. Meine Magie reicht nicht aus. Aber es regeneriert sich wenigstens. Da können wir langsam runtergehen und uns heilen. So. Wo ist der Ausgang? Da. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gemacht habe. Kann man das jetzt öffnen hier? Nee. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. In dem Turm. So, aber den machen wir fertig. Bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg hier? Ich glaube, da ist der richtige Weg. So. Weltkampffertigkeit verbessert, immerhin. Ich glaube, wir werden wieder Herstellung sehr oft nutzen. So, wenn wir langsam gehen. Ich glaube, da vorne liegt auch jemand. Ach, der hat uns gesehen. In welchem Zustand hat mein Schwert jetzt gerade? 38 ist ja super. Zur Not hätten wir noch ein paar Dolche und eine Claymore. So. Dremora Kundschafter. Dädrische Pfeile, die nehmen wir mit. Wenn ihr einen Rüstung tragt. So, wofür ist das? Magische Essenzen. So.
Alter! So. Ein D3-Herz. Was hat er hier? Dremora-Streitkolben. So, vielleicht noch mal kurz Gesundheit voll machen. Magie reicht wieder nicht aus. Ah, das füllt die Magie. Vielleicht einmal den hier wechseln. Der macht mehr Schaden als... Ne, doch nicht. Der macht weniger Schaden als das. Dann hier drauf. Einmal auf den Zweihänder. So, wo ist der Dedra? Jo! Jetzt gegen beide. So. Zu schwer beladen. Ist mir jetzt aber egal. Was kann ich abgeben, was ich nicht brauche? Wenn wir den Streitkolben haben, geben wir den Streitkolben ab. So, was hat der? Warte mal, dann kann ich auch den direkt... Ihr könnt keine andere Waffe ausrüsten, bevor ihr eure momentane Aktion ausgeführt habt. Okay, machen wir erstmal... Laden wir uns auf. Jetzt. Nice! Hier will ich aber auch einmal speichern. Wenn wir schon was Theatrisches haben. Dann gehört das auch gespeichert, ja. Das ist der Ausgang. So, Herz zerreißen allen. Und was haben wir hier? Herz zerreißen allen. So, ich warte ab mit der Mana, bis die voll ist. Und meine Gesundheit will ich auch nochmal voll machen, bevor wir da durchgehen. So, wenn ihr jemanden die Taschen ausräumt. Boah, wenn wir jetzt auch ein komplettes Dead-Set kriegen. Wir haben jetzt schon so zu Anfang. Yo. Der Remora Rüpel. So, noch ein Streitkolben. Noch ein D3-Herz. Ich glaube, ich gebe das ab. So, alles, was nicht viel wert ist, ist auch nicht so viel wert. So. Jetzt sind wir wieder schwer belastet. Kann ich ihm noch irgendwas andrehen?
So, eisernen Bogen. Eisernes Langschwert. Eisernes Claymore. Weißt du was? Wenn wir hier Daedra-Sachen kriegen, die sind einiges wert. So, wo sind die denn? Na, die sind nur 40 wert. Wie, die sind nur 40 wert? So, wir brauchen definitiv eine bessere Heilung. Das hat nur noch ein Skamp, ne? Was macht das hier nochmal? Blutbrunnen? Ah, das füllt meine Gesundheit auf. Okay. So, Tür zur Zitadellenhalle und das Blutfest. Hier auch zum Blutfest. Gibt es hier noch mehr Dremora? Oder Daedra? Korridor der dunklen Erlösung. Ich speichere vielleicht einmal, bevor ich da weiter hochgehe. Ein Skamp dahinter. So, dunkle Waffe haben wir auch erhöht. Yo. Ja, genau jetzt draufgegangen. Verdammt. Gut, dass wir aber gespeichert hatten. Versuche nur einen anzulocken. Kommt er her? Ich hoffe, der kommt her. Findet er seinen Weg hierhin? Welchen Zustand hat er jetzt? Wir nehmen den. Der ist besser. So, komm. Der hat einen Dietrich. Nice. Gibt's hier irgendwie so ein Blutquell-Ding? Nee. Hier muss ich mich so heilen. Wiederherstellung hat es verbessert. Fertigkeit verbessert. Ihr solltet rasten. Kann ich hier rasten? Hier passiert nichts. So, das ist die Tür, glaube ich, wo wir hin müssen. Ebene, eine Tür zur Ebene von Oblivion. Einmal kurz abwarten. Magie reicht wieder mal nicht aus. So, aber wir haben Stufenaufstieg, das sieht man da. Kann ich hier? Ich kann hier nur warten.
Bei der nächsten Gelegenheit rasten wir auf jeden Fall. Ich speichere nochmal und gehe durch. Wir finden seltene Zutaten. Kann man jederzeit in die Ebenen von Oblivion rein? Ich finde schön, dass wir schon die erste dädrische Sache haben. Aber ich glaube, hier wird es ein leichtes sein, an dädrischen Artefakten zu kommen. So. Jetzt ist Gesundheit voll. Hier kann ich auch nur warten. Der Turm des Todes. Im Käfig, hier drüben. Im Käfig? Unten oder oben? Im Käfig, hier drüben. Remoras Siegel. Unter. Hat auch wieder so einen Kolben. Siegel Burgfriedschlüssel. Wieder zu schwer. Ach. 43 wiegt so ein Ding. Was kann ich wegwerfen? Was wiegt zu viel? So, was ist das? Ein Schädel? Schnell, schnell, keine Zeit. Ihr müsst den großen Turm hinauf. Man nennt ihn den Sigilburgfried. Damit wird das Oblivion-Tor offen gehalten. Findet den Siegelstein, entfernt ihn und das Oblivion-Tor wird sich schließen. Schnell, der Wächter hat den Schlüssel. Ihr müsst den Schlüssel holen. Okay, kann ich dich hier befreien? Menien Gonel? So, nochmal kurz heilen. Also, wo muss ich hoch oder muss ich weiter runter? Ich glaube, ich muss weiter runter. So, jetzt sind wir wieder voll. Speichern noch einmal. So. Machen wir so. Komm. Der erste. Hey. Sind wir das denn immer helfen? Okay, das war auch da. So, jetzt nur die Frage, wo muss ich hin? Wo sehe ich die Quests? Findet den Erben, findet den Erben. So.
Das ist alles abgeschlossen. Laufende. Zum Schließen des Obligators muss ich jetzt zum Siegelstein, der ist verankert, und ihn aus der Siegelwarte entfernen. Ich gehe noch mal kurz nach oben. Magie reicht wieder mal nicht aus. Ebene von Oblivion. Du, sag mal. Nehmt den Schlüssel, geht zum Sigill Burgfried und sucht den Siegelstein. Das ist die einzige Möglichkeit. Ach so, ich muss ja Macht weit. Euch keine Sorgen um mich, dafür ist keine Zeit. Los, Bewegung! Okay, jetzt ist was markiert. Hier reicht wieder nicht aus, also müssen wir jetzt raus und runter. Will hier auch nicht aus Versehen abgestochen werden. Gibt den Ausgang überhaupt? Ich glaube, hier gibt es keinen Ausgang, ja? So, jetzt ist das Leben wieder voll. Also müssen wir wieder nach oben durch das Tor. Hätte ich nicht darunter gehen sollen oder brauchen. So. Oder ist das das, was ich suche, wo ich hin muss, nach ganz oben? Warte mal, hier ist ja auch noch ein... Zitadellenhalle? Öffnen mit Sigil Burgfried. Einmal speichern. So, warum wird er nicht abgestochen? Immerhin. Einmal speichern. Was ist hier hin? Das Blutfest. So, hier ist wahrscheinlich wieder ein Dremora. Hey! Wieso bin ich so langsam?
komm nicht hinterher. Wo ist der? Da ist er. Keine Ahnung, wo der hin ist. Ich muss mich jetzt aber wieder aufladen. Und hier reicht wieder nicht aus. So, verzierter Portal zum zu das Blutfest. Ich mache aber meine Gesundheit erstmal wieder voll. Und ich glaube, hiernach, nach diesem Oblivion-Portal, sehen wir zu, dass wir vielleicht ein bisschen mehr skillen. Wir sind hier mit Stufe 1 schon in einem Oblivion-Portal. Wenn wir uns hier das angucken. Stufe 1. Also ist doch sehr übermutig, dass wir hier sind. Gehe ich mal von aus. So. Wiederherstellung verbessert. Ja, Magie reicht wieder nicht aus. So. Was ist das denn? Ah. Das ist viel wert. Apropos, warte mal. Der hat einen besseren Zustand. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier Gegner... Ein Scam. Ja. Oh nein. Glanz und Kraft. Da kommt jetzt aber nicht hinterher, oder? Oh, doch. Zittert, Weichei. Glanz und Kraft. Auf die Knie, Feigling. Gesicht. Jo, ich gehe gleich drauf. Ja. Hier haben wir zuletzt gespeichert, okay. Ja, vielleicht... Alter, wie viele... Sigillum Sangius? Korridor der dunklen Lösung? Korridor der dunklen Lösung? Sigillum Sangus? Herzreißende Hallen? So, den will ich erstmal loswerden. Wehe, du schießt hier. Magie reicht wieder nicht aus. Der ist geflohen. Die können auf jeden Fall durch die Türen gehen und so. Mal, mal kurz aufladen. Habe ich was für Tränke? Trank der Hexerei. Mal speichern. Der hat mich gesehen. Ich hoffe aber Tremora nicht. So. Fall runter, bitte.
Okay, nice. So ist es mir lieber. Jetzt nochmal speichern. So, welchen Zustand hat der hier jetzt? Dann nehmen wir den. Und da war noch ein Daedra. Dremora, Entschuldigung. Daedra sind die ja alle. Daedra ist Überbegriff und Dremora sind die Humanoiden von denen. So, die Herzen nehmen wir. Der hat einen besseren Zustand. Das heißt, den mit dem schlechtesten Zustand schmeißen wir weg. Wie kann ich den droppen? Achso, ich habe nicht genug Platz hier. Nicht genug Platz, um dieses Objekt abzulegen. Jetzt ernsthaft? Wieso? So. Sigillium Sangius, leicht. Werfen mit. Okay. Ich glaube, das war keine gute Idee, jetzt hier schon reinzugehen. So, Gold, Eisenpfeil, nehmen wir mit. So, warte mal. Der hat einen schlechten Zustand. Weg damit. Nehmen wir sein Kolben damit. Oh! Gift heilen an selbst, Daedra-Herz. Aber den Streitkolben nehmen wir. Was hat der? Noch ein Daedra-Herz. Unten gab es ja was zum Heilen. So. Und speichern. Und dann weiter nach oben. Ist das der Siegelstein schon? Kletik hat sich auch wieder verbessert. So, was ist das hier? So, das nehmen wir mit. Das sieht nach einem Siegelstein aus. Quest aktualisiert. Ich habe das Tor geschlossen, indem ich den Siegelstein, der das Tor innerhalb Oblivions verankert, gestohlen habe. Ich sollte Sablian Martius mitteilen, dass der Weg nach Quarch hinein nun offen steht. So, sind alle da? Dieser Geruch macht mich noch fertig. Rauch und Feuer. Sablian. Ihr habt das Tor geschlossen? Ja. Ich wusste, dass ihr es schaffen würdet.
Das ist unsere Chance zum Gegenangriff. Ich möchte, dass ihr mitkommt. Ihr habt viel mehr Kampferfahrung als diese Männer. Könnt ihr nun zu uns stoßen? Ich kann warten, aber nicht lange. Wir müssen schnell sein, bevor sie eine Chance haben, das Stadttor zu verbarrikadieren. Ich bin bereit. Lasst uns aufbrechen. Für Quatsch! Ich habe weniger Erfahrung als die. Vielleicht durch andere Spiele. So viel Kampferfahrung habe ich jetzt nicht. Ich bin aber auch echt langsam. Vielleicht, weil ich wirklich überfüllt bin oder so. Ich speichere vielleicht nochmal, bevor ich reingehe. Eine Steigerung eurer Hauptfertigkeiten erhöht. Ich habe die zerstörte Stadt Quatsch mit Savian, Matthias und seinen Männern betreten. Wir müssen den südlichen Platz säubern, bevor die Überlebenden in der Kapelle gerettet werden können. Los jetzt! Für Quatsch! Für Quatsch! So, zeigt mir, was ihr da. Hat der es auf mich abgesehen? Ja, der hat es auf mich abgesehen. So, komm. So, ich habe Sabian Matthias bei der Rückeroberung des südlichen Platzes geholfen. Ich sollte mit ihm unseren nächsten Schritt besprechen. Kann ich hier wenigstens rasten? Nein. Ich würde gerne irgendwie heilen. Abwarten. Einen haben wir verloren. So. Stahl, Langschwert. Kettenbeinschienen. So, Quatsch, Brustharnisch, Quatschschild. Wie viel machen meine denn? In Rüstung. Ach, Eisenbrustharnisch. Ah, der ist defekt. Ah, okay. So, was haben die jetzt für eine Aufgabe? Ich würde gern wirklich irgendwo mal rasten. So, einen Moment. Savian? Wir haben die Schweine ausgelöscht. Jetzt können die Leute die Kapelle ohne Gefahr verlassen. Lasst uns nachsehen, ob es ihnen gut geht. Los jetzt. Dies ist nur der Anfang der Schlacht um Quatsch. Wir können die nächste Phase besprechen, sobald die Zivilisten in Sicherheit sind. Okay, Magie reicht wieder nicht aus. So. Ich warte auf euren Bericht, Soldat. Herr, wir sind die einzigen, die übrig sind. Berich Injan, ich und diese beiden Zivilisten. Ist es alles? Ist sonst keiner mehr da? Da waren noch mehr, Herr. Aber sie weigerten sich, an Ort und Stelle zu bleiben. Wir haben versucht, ihnen klarzumachen, dass es gefährlich ist. Aber sie sind dennoch aufgebrochen. Ich fürchte, sie haben es nicht geschafft. Sehr gut. Außerhalb der Kapelle ist die Luft rein und diese Leute müssen in Sicherheit gebracht werden. Bringt sie unverzüglich zum Lager südlich von hier. Aber Herr, ich möchte mit euch kämpfen! Das werdet ihr, Soldat. Kommt sofort hierher zurück, sobald sie in Sicherheit sind. Es wird viele Gefechte geben und wir werden jedes verfügbare Schwert brauchen. Jawohl, mein Herr. So, Savian? Bruder Martin! Ich habe gehört, wie ihr geholfen habt, die Dedra zurückzuschlagen. Gute Arbeit. Kommt mit, ihr seid in Gefahr. Der Kaiser befahl mir, euch zu finden. Der Kaiser ist tot. Wer seid ihr? Was wollt ihr wirklich von mir? Ihr seid Martin, oder? Der Priester? Ja, ich bin ein Priester. Braucht ihr einen Priester? Ich glaube nicht, dass ich euch viel helfen kann. Ich habe momentan Probleme, die Götter zu verstehen. Wenn all dies ein göttlicher Plan ist, bin ich mir nicht sicher, ob ich damit etwas zu tun haben will. Es gibt einen Plan. Wir sind ein Teil davon. Götter oder nicht, wir brauchen eure Hilfe.
Wenn ihr gekommen seid, um mir zu helfen, so seid ihr verrückter, als ihr ausseht. Seht euch um. Für was ist ein Priester schon gut? Ihr seid Uriel Septims Sohn. Kaiser Uriel Septim? Ihr denkt, der Kaiser sei mein Vater? Nein, ihr müsst den falschen Mann gefunden haben. Ich bin ein Priester Akatoschs. Mein Vater war ein Bauer. Die Delta sind wegen euch gekommen. Der Kaiser wusste, ihr wart in Gefahr. Die Delta sind wegen euch gekommen. Eine ganze Stadt wurde zerstört, um meiner habhaft zu werden. Warum? Weil ich der Sohn des Kaisers bin. Wieso würde ich euch anlügen? Ich weiß nicht. Es klingt merkwürdig. Ich denke, dass ihr gar die Wahrheit sprechen könnt. Was bedeutet dies? Was wollt ihr von mir? Kommt mit mir zur Priorei von Vaynen. Die Leute sagen, ihr hättet das Oblivion-Tor zerstört. Ihr habt ihnen Hoffnung gegeben. Ihr habt ihnen geholfen, die Daedra zurückzuschlagen. Ja, ich werde mit euch zur Vaynon-Priorei gehen und mir anhören, was Joffrey zu sagen hat. Geht voran. Martin? Lasst uns zur Vaynon-Priorei weitergehen, es sei denn, ihr benötigt etwas. Wartet hier? Ich lege mein Schicksal in eure Hand. Enttäuscht mich. Enttäuscht mich, okay. Wir haben es geschafft. Ich kann es nicht glauben. Ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich funktionieren würde. Vielleicht haben wir doch noch eine Chance. Oh ja, wir sind noch nicht fertig. Nicht einmal fast. Das war erst der erste Schritt. Wenn diese Stadt jemals wieder uns gehören soll, dann müssen wir in die Burg kommen. Ihr habt bis hierhin mit uns gekämpft. Wollt ihr auch noch weitergehen? Wenn wir wirklich Erfolg haben sollen, brauche ich eure Hilfe noch viel dringender. Aber ich warne euch, was wir bis jetzt gesehen haben, ist nichts im Vergleich zu der Schlacht, die uns wohl noch erwartet. Nehmt euch einen Moment Zeit, kommt zu Atem und denkt darüber nach. Wenn ihr bereit seid, lasst es mich wissen und dann machen wir uns auf den Weg. Ja, die Stadt kann später... Lasst uns zur Vaynon-Priorei weitergehen, es sei denn, ihr benötigt etwas. Ja, folgt also mir. Auf zur Vaynon-Priorei. Das ist ein dringender. Reden, am Leben zu sein. Quatsch ist zerstört. Nichts ist übrig geblieben. So, Martin? Da kommt hinterher, gut. Auf zur Vaynon-Priorei. Martin? Wo bleibt er? Folgst du mir? Da ist er. Ich speichere hier jetzt nochmal, dann bringe ich ihn erstmal weg. Und befreie die Stadt ein andermal. Wenigstens eine dädrische Waffe haben wir schon mal. Beziehungsweise zweimal das gleiche. So, der kommt hinterher. Beziehungsweise kann ich mit ihm auch schnell reisen? Ich will es mal ausprobieren. So, Vaynon Priorei. Ja! Ich kann schnell reisen dahin. Nice. Hilfe, ihr müsst uns helfen. Was? Sie bringen alle in der Vaynon Priorei um. Wer? Haltet ein, sagt mir, was geschehen ist. Ich weiß nicht. Ich glaube, sie sind direkt hinter mir. Prior Marburel ist tot. Wer greift die Vaynon-Priorei an? Ich war bei der Schafsweide, als sie angriffen. Ich hörte, wie der Prior mit jemandem sprach. Schaute dann um die Ecke, um zu sehen, mit wem. Sie sahen aus wie Reisende, ganz normal. Und plötzlich hatten sie Waffen in den Händen. Und sie metzelten den Prior nieder, bevor er sich auch nur rühren konnte. Sie merkten, dass ich sie beobachtete. Und dann rannte ich los. Wo ist Joffrey? Ist er in Sicherheit? Ich weiß nicht. In der Kapelle beim Beten, glaube ich. Ihr müsst uns helfen. Hey, oh, morgen. Okay, die Morgenröte kommt.
Paradies erwartet mich. Okay, ich könnte hier Hilfe. Beim Blut der Götter. Sie kamen aus dem Nichts. Habt ihr den Großmeister Joffrey gesehen? Ich weiß nicht, wo Erno sagt, er sei in der Kapelle. Schnell. Er braucht unsere Hilfe. Ja, geht voran. Wo ist die. Da, ist das die Kapelle? Die Klingen sind an. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Ich steck hier fest. Ihr seid zurück? Talos sei Dank. Sie griffen ohne Vorwarnung an. Ich betete in der Kapelle, als ich Prior Marborell schreien hörte. Ich hatte gerade genug Zeit, um mich zu bewaffnen. Das Amulett der Könige. Ich fürchte, dass der Angriff dem Amulett galt. Ich habe es in einem geheimen Raum im Haus Venon aufbewahrt. Wir müssen nachsehen, ob es in Sicherheit ist. Ich werde nach dem Amulett sehen. Wir gehen zusammen, aber ich befürchte das Schlimmste. Haben die noch was? Gold? Martin? Kommst du mit, Martin? Ich fürchte, der Feind ist wegen des Amuletts der Könige gekommen. Er lebt noch? Guten Abend. Guten Abend. Schön. So. Rotleib, Gold. Marowild, er ist tot. Schwarzes Gewand. Wiegt nichts. Nehmen wir mit. Ein Goldring. Upsi. So, Martin kommt wieder her. Wie geht es euch? Und Sie haben es an sich genommen. Das Amulett der Könige ist fort. Der Feind hat uns in jeder Hinsicht geschlagen. Ich habe Martin gefunden. Er ist in... Also hat sich nicht alles gegen uns gewendet. Dank sei Talos. Wir haben Uriels Erbe gewonnen und das Amulett der Könige verloren. Martin kann hier nicht bleiben. Wir haben sie zurückgedrängt, aber sie werden wiederkommen, sobald sie erfahren, dass Martin überlebt hat. Und das werden sie. Okay, wo ist Martin in Sicherheit? Bei den Kräften, die sie gegen uns massieren, ist es nirgendwo wirklich sicher. Aber wir müssen wenigstens auf Zeit spielen. Der Wolkenherrscher-Tempel, glaube ich. Die verborgene Festung der Klingen in den Bergen nahe Brumar. Es kann auch mit nur wenigen Männern gegen eine ganze Armee verteidigt werden. Wir sollten sofort aufbrechen. Amulett der Könige? Jetzt, da das Amulett dem Feind in die Hände gefallen ist, müssen wir Martin in den Wolkenherrschertempel in Sicherheit bringen. Wolkenherrschertempel? Der Wolkenherrschertempel wurde vor langer Zeit von den Gründern der Klingen erbaut, zu Zeiten von Rehman Cyrodiil. Er liegt hoch in den Bergen in der Nähe von Brumar und ist unsere uralte Festung. Unser Heiligtum, unsere letzte Zuflucht. Martin wird dort sicher sein. Okay, und Unterstützung? Da hat er nichts mehr zu sagen. Wir sollten uns besser auf den Weg machen. Ich werde nicht eher ruhen, bis Martin im Wolkenherrschertempel in Sicherheit ist. Okay. So, Martin? Lasst uns zum Wolkenherrschertempel weitergehen. Ich habe seit dem Angriff auf Quatsch keinen ordentlichen Schlaf mehr bekommen. Ja, okay. Je eher wir den Wolkenherrschertempel erreichen, desto besser. Geht voran. So. Ja gut, ich würde aber auch einmal kurz irgendwo rasten wollen. So, aber ich würde sagen, das machen wir dann ab der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.